Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen hier angefangen, die Kohlemine zu erschließen, dadurch, dass uns die Kohle langsam ausmäht. Und ich sehe hier was Schönes. Seht ihr es auch? Ich sehe Kohle. Wir graben uns in die Kohle rein. Das ist super. Leute, wir werden hier schnell jetzt ein Schüttlager seitlich aufmachen. Oder vielleicht sogar ein größeres Schüttlager hier, ja. Indem sie die Kohle verfahren können, weil sonst fahren die kilometerweit jetzt. Und da ist das ganz schlau, wenn wir hier sagen, auch das ist ein Kohlelager. Dann sollten wir vielleicht noch ein zweites machen, so ein Zuschüttlager. Auch für Kohle. Und dann sagen wir unserem Minenturm, hey, du kriegst eine Exportroute und zwar hierhin. Was hast du schon wieder für ein Problem? Du musst nirgends hinfahren. Du bleibst einfach hier. So, er hat schon die ersten Tonnen an Kohle gesammelt. Bedeutet, er sollte es jetzt hier anfahren. Und somit wird die Mine erschlossen. Schicke Sache. Ja, hier haben wir jetzt auch schon die ersten Grabarbeiten runter ja angegeben. Hier würde ich auch noch gern einen Planierauftrag geben. So, dann begrabt mal das Ganze hier wieder. Die Kollegen hier sollten jetzt anfangen, die Kohle hier abzuliefern und dann wieder unten alles abzukippen. Was natürlich sehr gut ist. Oder halt dementsprechend, wo es war. Arsch, der erste kippt jetzt hier um. Ich glaube, die meisten sollten, oder die zwei Großen sollten wenigstens hier unten in der Mine bleiben und die Kohle ausgraben. Somit sollten wir jetzt dann langsam seamless Übergang haben zwischen den Minen. Genau, eigentlich wollten wir mal hier einen Minenaufgang bauen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu spät. Die Mine ist großteils leer. Ein paar Reste bleiben noch. Wenn wir anschauen, sagt er, hier gibt es noch ein paar Reste und hier gibt es noch ein paar Reste. Und natürlich die Böden und die Front hier noch. Aber ansonsten ist fast eigentlich alles mittlerweile ausgegraben. Was natürlich purer Wahnsinn ist. Aber jetzt schauen wir mal, denn wir haben hier hinten jetzt unsere neue Mine erfüllt. Und hier sind schon die ersten 600 drin. Und das wird immer mehr. Der eine Bagger bleibt unten. Okay, ja, ihr wollt hier oben erstmal freischaufeln. Das ist aber auch nicht blöd eigentlich. Einer reicht da unten gerade. Der kann eh tonnenweise Kohle hier rausschibbeln. Die Kollegen hier oben, die machen mal ein bisschen Fläche einfach frei, damit wir ein bisschen Platz kriegen auch. Ich hätte dich gerne, dass du trotzdem an Kohle bleibst. Das heißt, ich schicke einen weiteren auch noch runter, gebe ihm die Kohle in Auftrag. Dann sollte der jetzt auch die Position wechseln, super, weil dann können die anderen hier oben anfangen, alles abzugraben. Super. Genau, und wir führen hier auch unser Verkippen weiter fort. Bis nach unten. Spannend wird, wenn wir es hier schaffen, so weit durchzubrechen, dass wir hier drüber fahren können und dann anfangen können, wirklich hier doch mal dicht zu machen. Das ist für mich noch einer der interessantesten Punkte, die wir offen haben. Ja, schau, wie viel Kohle hier ist. Wie viel fährt so einer? So einer bringt 180 um die Ecke, das ist gar nicht schlecht. Die fahren jetzt nach unten wieder. Super. Oder wir haben die Ecke da vorne so gut. Ja, so gut wie fertig. Wir haben auf jeden Fall hier eine Auffahrmöglichkeit, was ja schon mal wieder ein Vorteil ist. Wir müssen dann hier höchstens nochmal auch so zwischen ein, zwei Ecken noch ausgraben. Also es ist gut, wenn wir die Kohlemine vor allem mal freikriegen. Mal schau dir an, wie viel Kohle hier schon wieder ist. Oh, lecker. Das wird ein...
Ein Gaumenschmaus, so würde ich das nennen. Ein Gaumenschmaus. Wenn ihr euch anschaut, wie viele Tonnen wir hier noch verkippen aktuell, ist das eh schon Wahnsinn. Ich hoffe mal, dass die Höhe 0,0 reicht. Klingt von mir gleich die Auftraggabe, hier das auch auf 0,0 zu halten, alles. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie das hinkriegen. Ah, 0,0 scheint noch nicht ganz auszureichen, kann es sein? Kippen wir auf 1. Kippt auf 1, Jungs. Tun wir gleich mal die Wasserflächen hier ausfüllen anfangen. Aber super ist, dass die Kohlemine jetzt schon mal frei ist. Schaut euch an, wie viele Tonnen hier sind. Soll eine hohe Prio kriegen in dem Fall. Somit ist die Mine dann auch frei. Wir müssen natürlich überlegen, wie wir jetzt am besten den Transport machen. Wir können natürlich jetzt sagen, wir machen Fließband hier rüber. Ich glaube, das ist ein bisschen unlukrativ. Aber schaut euch an, wie viel Kohle wir schon wieder rauskriegen. Es ist ein Traum. Ein Traum bedeutet, wir können ihn jetzt noch aufgeben, dass er sich einen neuen Weg hochgraben anfangen. Was sehr wichtig ist. Weil jetzt gerade haken sie noch so ein bisschen am letzten Material, was sie noch haben. Und somit können wir wenigstens schauen, dass wir nach oben kommen noch. Und hier machen wir jetzt dann Planierenauftrag. Ich hoffe, das funktioniert auf jeden Fall so. Ist auf jeden Fall schön. Weil das hier unten ist ja eigentlich ausgehoben fertig, oder? Auf jeden Fall würde ich sagen, da haben wir nichts mehr an Ruhe. Ja, okay, einen Mini-Balken haben wir noch. Also ich glaube, der ist jetzt unrelevant. Ja, dann sollen sie sich jetzt erstmal darum kümmern, dass sie die neuen Auffahrt fertig machen, weil dann können wir den Bereich noch abgraben anfangen. Was natürlich schon sehr praktisch wäre noch. Aber die Kohle wird langsam voller, das ist schon mal vorteilhaft. Natürlich wird jetzt die Auslastung sehr, sehr hoch sein. Aber, mein Gott, ist halt jetzt so. Fürs Erste, bis die ganze Phase gleich so ein bisschen vorbei ist. Und dann sollten wir da auch wieder gut vorankommen. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Maschinerie sehr gut läuft. Wenn ich mir anschaue, wie viel wir schon auf Lager haben, nur an Kohle. Also die Großen sind echt schon, oh, ein Träumchen. Oh, schöne Sache. Echt eine schöne Sache, du. Das sage ich euch. Das ist super. Superb, superb, superb. Ja, jetzt schauen wir hier. Schauen wir, wie viel Kohle hier rauskommt. Oh, schön. Das sind Massen an Kohle. Ich glaube, ich kann das zweite Lager auch direkt nochmal upgraden. Habe ich nicht gesagt upgraden? Ja, habe ich gesagt, Gott. Einfach, weil die Tonnen da sind. Den Rest verfahren wir und verkippen wir schön. Und dann sind die Flächen hier unten auch immer gleich voll. Was, den geben wir dann auch in Auftrag. Nein. Wir wollen hier unten nur verkippen fürs Erste. Nur verkippen. Oh, meine Kamera ist gleich gerade gestorben. Warum ist meine Kamera gestorben? Warum ist meine Kamera tot? Kamera? Warte mal kurz. Oh, voilà. So. Jetzt ist meine Kamera da wieder da. Ha, schau. Jetzt muss ich bloß wieder ausrichten. Perfekt. So.
Auf einmal hat die Kamera gesagt, so, nö, du, ich habe keinen Block mehr. Nö, 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 nö. Einigkeit geht ein bisschen runter, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Aber scheiße, rein theoretisch können wir hier abgraben dann, weil wir haben hier dann die Abfahrt. Das sollten wir sogar überlegen, ob wir das nicht machen. Weil dann haben wir die Möglichkeit, in Zukunft hier nach unten zu gehen und noch tiefer zu fahren. Durch das Ganze. Vielleicht können wir das auch dann hier irgendwann anfangen runterzusetzen. Also noch extremer zu machen. Jetzt sind wir ja natürlich hier so ein bisschen unterwegs. Wir werden jetzt mal hier den Auftrag setzen, dass sie das planieren sollen. Gleich hier mal den kompletten Auftrag, damit die das dann auch verkippen können. Haben wir jetzt hier fertig gesagt, oder was? Haben wir gesagt, wir sind durch. Scheint so, ne? Dann sollten wir vielleicht hier nochmal noch ein bisschen tiefer graben. Einfach, weil wir es können. Das Limit der Mine vielleicht auch ein bisschen ausloten. Aber ich glaube irgendwie, da geht es richtig tief. Sind die anderen LKWs hin? Da kommen sie wieder. Wo willst denn du hin? Was fährt denn der für eine komische Kreisfigur? So, jetzt geht's wieder los. Jetzt sind alle Kollegen wieder anwesend. Wir bereiten ein bisschen alles vor. Mit dem Aushub von hier unten sind wir gleich ganz gut dabei. Das gibt uns natürlich noch ein bisschen Material. Rein theoretisch können wir natürlich hier auch drüben abgraben und alles noch, aber jetzt gerade... Obwohl... Das könnte man als Minenfläche einfach auch verbuchen. Also im Sinne von, das ist Arbeitsfläche, die wir brauchen. Und das gleiche werde ich auch in dem Fall machen. Wir haben zwei Bagger, die hier drüben die Kohle scheffeln. Dann sind wir so ein bisschen halt im grünen Bereich. Das ist ja super so. Warum sind wir minus? Wasser ist gar nichts gerade. Okay. Geht jetzt das Wasser schon wieder aus oder was ist los? Nee, warte mal. Weil schon wieder kein Sand angeschäffelt wird. Ich sollte hier wirklich einen Overflow-Schutz noch einbauen. Warte mal, das machen wir jetzt auch schnell. Das machen wir jetzt schnell und zwar hier. Gut. Und dann bauen wir jetzt hier einen Überlaufschutz ein. Den hätte ich schon lange bauen müssen, ganz ehrlich. So, ein... Upp, nope, komm rauf. Ein Überlaufschutz. Super. Und von dem aus gehen wir dann nach hier. Ja, ich habe doch gesagt, hier bleiben. So, warte mal, jetzt fahre ich erstmal hier hin. Ich glaube, wir können hier einen Abfluss hinsetzen. Wasserrohr. Perfekt. Perfekt, so. Und du bist fürs Abwasser erstmal zuständig. Solange das hier nicht gescheit läuft, können wir hier 60 Wasser pro Minute rauspumpen. Und damit sollten wir das Ganze... Ja, okay, nicht ganz rauskriegen auf jeden Fall.
Ja, dann machen wir halt ein zweites Wasserrohr rein. So. Das ist unser Notüberlauf. Abwasser. Und dann sollten wir jetzt durch die Tonnen hier durch das alles auspumpen können. Und sie sind wieder happy. Super. Das bedeutet auch, wir kriegen hier aktuell keinen Schlamm raus. Ja, das geht gerade zum Glück noch. Warum kriegen wir keinen Sand aktuell, Leute? Ja, weil die Sandmine schon wieder erschöpft ist. Ich gebe euch wieder ein paar Meter mehr. Fertigen Meter tun wir mal hier rausstreichen. Ich brauche auch mal große LKWs, die sich darum kümmern. Diese Übergabe hat keinen Kraftstoff mehr. Ja, da kommt jetzt schon die Unterstützung. Darum wird sich gerade gekümmert. Was habt ihr denn? Oh wait, habe ich gerade zufällig die Abfahrt abgegraben? Das ist, wäre natürlich jetzt eine... eine miese Angelegenheit. Ja, habe ich. Nimmt sich jemand das Gestein bitte vor, damit die Leute abfahren können? Haben wir irgendwelche LKWs noch übrig, die sich darum kümmern können, dass es abgeht? Das ist ja reines Gestein. Warum ist denn das so steil? Der Kollege hat sich auch in eine sehr prekärere Lage gebracht, finde ich. Warum verfährt keiner irgendwelches Gestein? Hallo? Wir löschen mal die ganzen Aufträge, die hier sind. Dann gibt es nur noch den Auftrag. Oder habe ich hier irgendein Verkippungsverbot eingerichtet? Ah, eigentlich nicht. Also eigentlich müssten die Leute doch jetzt hier verkippen anfangen, oder? Ja, sie verkippen gerade erst alle hier. Also meinetwegen reicht diese Einfahrt gerade. Die kann man nachher noch verbessern. Verkippt erstmal bitte hinten. Ja, endlich. Jawohl. Jetzt ist der Tank leer von ihm. Der hat so lange gewartet, dass er den Tank leer gemacht hat. Ah, schau die an. So voll ist das hier schon wieder alles. Wahnsinn. Ich werde die jetzt aber auch alle um ein größeres Limit hier zu haben, vergrößern. Wie schaut es mit unserem Treibstoff aus? Unsere Treibstofflage wird leer. Oh shit, okay. Ich muss mich vielleicht doch mal um die neue Anlage kümmern, ha? Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ah, dafür habe ich gerade keinen Kopf. Mann. Ich bin gerade irgendwie mehr im Minenfieber, dass das Ganze hergerichtet wird. So, jetzt haben wir nichts mehr zum Verkippen, ne? Oh, da kein Problem. Wir hatten da mal so einen ursprünglichen Auftrag. Wo willst denn du hin? Ja, der hat sich sehr blöd platziert. Der muss mal kurz abgeschleppt werden. Aber ich finde es gut, dass die Straße fast fertig ist.
Also wir kommen gut durch. Das ist eine super Sache. Haben wir mittlerweile... What? Wir haben alles verkippt? Dann verkippen wir hier so viel wie geht einfach. Dann müssen die nicht so weit fahren. Die fahren jetzt... Oh Gott, die fahren jetzt einmal, kommen wir zurück. No, Leute! Schaut euch mal diese Straßen an, Alter. Da muss ich echt dann noch was überlegen, wie ich das mit dem Transport gut hinkriege. Die Minen sind alle immer noch überfordert. Wie schaut es mit dem Sand aus? Haben wir wieder Sand hier hinten drin? Ja, schön. Jetzt sollte alles fürs Erste wieder hier lang fließen, ne? Super. Doch jetzt geht nur noch die wirkliche Überlauf dahin, bis der Sand halt wieder ausgeht. Das bedeutet auch, wir haben wieder Schlamm auf Lager und die Reserven gehen uns nicht aus. Das sind die Sachen, die wichtig zu beachten sind. Wie schaut es eigentlich mit unserer Kupfermine? Ja, da haben wir noch, schau mal, wie viel Fläche wir da noch übrig haben. Das wird ja noch Jahrzehnte halten. Ich muss mir langsam was überlegen wegen dem Treibstoff. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Denn das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Schreibt in die Kommentare, was für Ideen ihr habt. Mein Mikrofon ist schon wieder voll im Weg. Auch nicht schlecht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir uns unbedingt um den Treibstoff kümmern müssen. Wo ich so absolut keinen Bock drauf habe. Aber mei, so ist es halt, ne? Also, bis dann. Ciao.